Buy what you need. Leave the rest. Fine goods for a fair price. Cool. Na, ist echt schön hier. So, hier haben wir eine Quest. Ja, endlich. Endlich. Genauso auf Leute wie dich habe ich gewartet. You're the one the Vanguard has been crowing about. The Nora who tracks criminals and traitors with her second sight. If only you'd use it to help me. A thief raided my home and took my brother's sword. Tell me about the robbery. Don't leave anything out. It was brazen and professional. They took only the sword, my most valuable possession. The thief went out through the window and scared the shadow off my steward. Otherwise, it would have been a clean getaway. Kein Sand. Why would someone steal the sword? It's priceless. Made from the burnished antler of a lance horn, finely inlaid with studded stones all down the... Okay, I get it. Forgive me. That's not even why it's important. The 12th Sun King gave it to my brother for his military service. He was killed in battle during the liberation. I was saving it for my nephew who stranded at Sunfall with the Karja in shadow. Okay. How did your nephew wind up in Sunfall? Most of the old clergy backed the Mad Sun King. So when he fell, they ran out of fear of retribution. As an honor guard to a venerable priest, my nephew had no choice but to go with them. Now that my brother is gone, my nephew is my heir, so that sword really belongs to him. And after all he's been through, I won't be able to look him in the face if I don't get it back. Okay. I'll see what I can do about the robbery. Have a word with my steward if you need to. He saw the thief escape. And listen, all I want is the sword back. Meridian, and my family for that matter, has seen enough strife already. If I can get it back, all is forgiven. No retribution necessary. Okay. Gut, machen wir. Ach, endlich Quests, wurde auch Zeit. Ich hab das so vermisst. So, was hast du? Okay. Tja, ja. Ist hier was Neues? Nö. Okay. So, tschüss. Okay, wo ist denn jetzt die nächste Quest? Die Reichen berauben, okay. Wo sind denn hier die anderen Quests? Da ist eins. Da ist noch eins. Place smells like nothing I've ever smelled before. Is that some kind of spice? Ja, kann sein, hier ist so einiges, was du sehr wahrscheinlich nicht kennst. Und was, wer bist du? You're an outlander, Nora, from the look of you. I bet you're a machine hunter too. I've hunted my share. Well, let me give you a word of advice. Don't bother with the hunter's lodge. If you're not Karja, you'll never rise in the ranks. Okay. Are you saying that you have to be Karja to join the lodge? No, they take other tribes. But they have rules in place to keep outlanders from gaining ranks. When Sun King Avad took over, he promised the new day, Meridian, open to all. But it's a sham. Sure, you can get a seat at the feast, but you just can't eat the food. Okay. What's wrong with the hunting lodge exactly? Nothing, if you like stuck-up bigots. I'm known as a skilled hunter back home in Banur, so I thought I'd try my luck at the lodge. I thought it'd be simple. Hunt machines, gain ranks, see who's best. But it doesn't work like that at all. It's all rigged to keep the Karja at the head of the line. I don't need those snobs to tell me I can hunt. I'm going home. Ja, dann mach du mal. Sounds like someone needs to shank things up at the lodge. Maybe, but it isn't gonna be me. If you decide to go, be sure to give them a good old-fashioned Banuk farewell mark in my honor. A Banuk farewell mark? What's that? Piss on the floor. Preferably someplace they won't find it until it gets nice and sour. Okay, ach, du bist ein Banuk, okay. Diese Wilden, noch schlimmer als Nora. Alles klar, ja, und das muss was heißen. Schlimmer als Nora. Wo ist dieser Typ? Was soll diese Musik? Okay. Wie kommen wir denn dahin?
zu diesem Typen. Ah, da oben. Spezialhändler. Was soll das denn heißen? Spezialhändler. Schmutziger? Hä? Was ist das denn? Alter Schrott. Okay, was haben wir damit? What the fuck? Okay, was hast du? You're looking for artifacts. Yes, but I'm no profiteer. Sun King Avad has named me an envoy to the Banuk. I work on their behalf, looking for sacred relics to return to their homeland, Ben-Ur. I'm especially interested in wooden figures that are sometimes found near Banuk rock paintings. If you have any, I have valuables to trade for them. Ach, du bist das, okay, diese Banuk-Figuren. Tell me more about these Banuk figures. Simple wood sculptures, made by Arnak, a legendary hunter, who was exiled from Ban-Ur for killing his chief. He left the figures near painted stones in places that reminded him of his homeland. Later, his tribe declared him innocent. Now they see him as a kind of wandering hero and want those figures back. I do what I can to help him get them, including trade for them. If you have any. You said the king named you an envoy to the Banuk? Yes. I've been to Ban-Ur many times, and the Wirik chiefs trust me. I help them maintain diplomatic ties with Avad. Some say they're a mysterious people, but their ways make a lot of sense to me. All you have to do is be the best. Doesn't matter if you're born high or low, man or woman. They respect skill, not some fool notion of heritage. I see the appeal. I wish more Karja did. Anything they don't understand, they call backward or savage. Ja, interessant. Okay, was hast du denn? You ready? Let's trade then. Was hast du denn hier? Kantaras Belohnungskiste 1, 2 und 3. Okay. Division, Mutter, Bestrafung, ich kann nicht gestehen. Okay, das hätten wir schon. Spezialobjekte. Ja, das haben wir schon, okay. Was können wir tun? Ja, geh mal her. So. Okay. Jen. Come on back if you find any Banuk goods. Excuse me, Outlander? I'm looking for Banuk artifacts. Ja, ich weiß. Hab gerade mit dir geredet. Okay, die hat auch ein Kurzzeitgedächtnis wie ich. Interessant. Na, ja, da ist einer. Aber jetzt erstmal zu diesem Typen da oben. Zu dem da. Was ist das denn hier? Was ist dies? Hier wird gebeten, gebetet und gebattet. Der Sonnenglaube. Okay. Die sieben Artikel des Sonnenglaubens. Erstens. Über die ganze Welt steigt und sinkt die Sonne, was klar und deutlicher ist. Sie schenkt allen Pflanzen, Tieren, Maschinen und Menschen Leben, was klar und deutlicher ist. Von allen Stämmen hat keiner solcher Hörner erklommen, wie die Karja von der Sonne geleitet. Da all dies an jedem Tag klar und deutlich vor uns liegt, passen wir all dies jeden Tag und glauben an die Sonne und ihr Licht. Mit Freude und ohne jeden Zweifel. Zweitens, nur der rechtmäßige Erbe der Sonne, geboren in der strahlenden Linie, die auf den Grün der Araman zurückgeht, kann der Verkünder der Sonne sein. Ihm werden die Wünsche der Sonne offenbart und seine Lippen verkünden sie, auf dass sie von den Menschen ausgeführt werden. Er soll als Sonnenkönig bekannt sein und sein Wort sei Gesetz. Drittens. Wir akzeptieren das Gericht der Sonne in allen Belangen. Wir bieten ihr unsere nackte Haut dar, damit sie unsere Sünden verbrennt. Wir empfangen ihre Erneuerung. Wir tragen ihre Hitze für gewisse Zeit. Wenn unsere Haut ihre Röte spürt, ihre bronzene Rüstung, werden wir stark. Wenn unser altes Selbst bloß liegt und sich häutet, werden wir erneuert. Ah ja. Okay, das nennt man Sonnenbrand, aber gut, mach dir mal. Viertens, im Licht der Sonne sollen wir nur wahrhaftig sprechen. Wir sollen nur rechtschaffen kämpfen und wir sollen so handeln, wie es dem Willen der Sonne entspricht. Wenn der Schatten über uns kommt, sollen wir unsere Erleuchtung gedenken. Wir sollen keine Schuld
für unser Unglück zuweisen, wir sollen aushalten. In der Kälte des Mondes akzeptieren wir Stille und Tod und Vergänglichkeit, bis die Morgendämmerung zurückkehrt. Denn die Natur besteht aus zwei Hälften, Sonne und Schatten, und wer eine Hälfte leugnet, leugnet das Ganze. Ah ja, fünftens. So wie die Zeit der Dämmerung vor unserer Zeit anbrach und die Welt der Alten beendete, so soll erneut eine Zeit der Dämmerung kommen, denn dies ist der Lauf der Dinge. Der verborgene Schatten wird auferstehen, er wird das Licht der Sonne verdunkeln und uns zu großer und schrecklicher Veränderung führen. Doch auch in diesem Wissen... Ja, sorry. Ach, da werde ich müde. Doch auch in diesem Wissen stellen wir fest, unserem Glauben und Vertrauen darauf, dass die Sonne einen neuen Morgen bringen wird. Wie sie es vor langer Zeit schon für unsere Gründer tat. Sechstens. Das heilige Meridian, die Stadt der Sonne, soll für immer die Heimat der Kacha sein. Und der Turm, was für ein Turm, soll als Symbol ihrer Gründung verehrt werden. Immer soll ein Sonnenkönig der strahlenden Linie auf ihrem Thron sitzen, denn ohne einen Verkünder der Sonne bleibt ihr Wille verborgen. Dies zu verleugnen bedeutet eine Zeit der Dämmerung heraufzubeschwören. Siebtens, die Kacha sind unbestritten, die Kinder der Sonne. Sie sind herausragend unter ihrem Blick, doch ihr Licht scheint auch auf die barbarischen Stämme des Nordens, Ostens und Süden. Es ist die Pflicht des Verkünders der Sonne zu beurteilen, ob der Blick der Sonne sich zustimmend oder ablehnend auf etwas richtet, und so wird die Pflicht der Kacha bestimmt, den Willen der Sonne zu tun, auch an Orten, die ihr Licht nicht erreicht. Ah ja, interessant. Das ist die Sonne. Und da ist ein Sonnenpriester, Heini. Na, Sonnenpriester Heini, was geht? Na, Memme. Gornora. I'm the mournful Naman. My apologies that we meet like this. Like this? In grief. You hold yours close. Like a talisman. Wait, forgive me. You didn't come for reparations? Someone you lost to the Sun Ring? No. I know about the Red Raids, but the Karja owe me nothing. I see. Well, I could use the help of a strong-willed outlander. Then I would owe you very much indeed. These people seek to honor their loved, their lost, with their own voices, not mouthing Karja rituals to Karja stone. But there are obstacles. While Meridian holds its breath for any disturbance, these robes only tie my hands. Okay. What kind of obstacles? The first pilgrim is an Asaram, who seeks to visit the Shrine of Kings on the road to the city. He waits there now, forbidden to enter by an old sun priest who suffer no heathen. This Utaru lost her companion on the edge of the jewel, at a pool where snapmoths gather. The shrine was built there to ward off the machines, and its effectiveness leaves much to be desired. And the Manuk would paint a mark on the sun's climb. Call to the machine spirits, I understand. They need no beckoning. Glinthawks perch there, drawn to the spire's shining. So clear the machines out of two shrines and move a priest out of the other. All I can ask for is your charity and that their stories are heard. Interessant. Naman, rituals and prayers can't bring back those who are lost. No, but it can help those who grieve to find themselves. It can lend them strength and hope, like a new sunrise. I didn't think your priesthood would ask outsiders for help. If only the sun would set on our pride. Until this is done, I am no sun priest. To wear a red robe was an aspiration. I aspired. Now our hoods make us blind. We whisper reconciliation, but forget how the old king's priests sang the words and blessed the killing. The killing? You mean the Red Raids? Yes. And the sacrifices that came after. Why did the priests go along with all that bloodshed? Sometimes we Karja are more concerned with what is tradition than what is right. Huh. Maybe the Karja and Nora aren't so different. You're disappointed with the Sun Priests, but you still wanted to be one? I spent my whole life looking up to the temple. My brother's voice echoing in its arches.
Even he couldn't turn me away, and how he tried in the end. He said, when we were loved, our robes were dyed in cinnabar. Now they are stained in blood. How so? Our robes are handed down to us. Most of the old priests fled rather than be seen in the glare of a new sun. And so we are left to wear their sins. For me, at least, they hang heavy. Hmm. Where is your brother now? He waits for me on the trail of the sun, I hope. He spoke out against the sacrifices. For a priest to question the Sun King's will, his punishment was worst of all. You lost someone you loved, too. I'm sorry. No, not lost. When I took on these robes, I found his memory. Hmm. I'll do what I can to help those in mourning. To honor their memories is to honor us all. Ja, schön. Packen wir auf die Liste. Noch endlich kann ich das mal sagen hier in diesem Spiel. Schön. So, dann nehme ich dich mal mit. Okay, und da hinten warten noch ein paar. Schön. So soll es sein. Ja, mach dir mal. Tschüss. Du, gutes Beten und so weiter. Hm. Irgendwie bin ich hier falsch. Oder bin ich das? Ah, ne. Ist nur die andere Seite. Okay, und wer bist du? Preferably with no friends or family, but I'm not choosy. Was bist du denn für einer? What the fuck? Hm. Oi there, Outlander. Name's Vilgund. Did you come to the city looking for work? Bist du Pirat? Oh, good shards. Enough to buy garb more becoming of your... Okay, stop there, if you want me to hear you out. I only meant a well-molded woman such as you. I heard an interesting rumor about a Banuk camp. Tame machines, the rumor said. So I hired men to investigate. Just investigate, that's all. Those Banuk are canny, too canny. I paid up front. Well, half up front. I've had no word back. So now you're hiring someone to find the last men you hired. They're a sunk cost. This rumor's worth more to me. Hmm, interessant. What can you tell me about the Banuk? The Banuk women. Snow witches all. Cold eyes, cold... They choose to live up there in Ban-Ur, in the ice. Trying to have a conversation, it's like chipping them out of the stuff. They prefer machines for company. That's why I'm putting my shards on this rumor. Then they might not want outsiders to know about this place. Their mystic act. No care for possessions, for luxuries. Pile of slag. Those people bargain harder than the winter frost. Okay, interessant. Are you some kind of merchant? You don't seem to have any wares. More of an explorer. But you send other people to do your exploring. All right. More of an opportunist. Girl. Nora, girl. Huntress. We live in a world of opportunities. Risky opportunities. But why should risk stand in the way of a lucrative prospect for the likes of me? All right. I'm more of a gambler. Okay. Ich bin verwirrt. So is there any more to the rumor about this camp? The last bunch just wanted to know about the reward. Hey, you're a smart one. This camp isn't even big enough for a name up where the snow won't thaw. They say the Banuk there live alongside machines. Peaceful as you like. Keep them, use them, sing to them. Hmm. If it's true, if we learn how they do it, think how valuable that would be to all the tribes. When you say valuable, you mean they'd pay you for it. Girl, I'm not made of straw. Hm. Das wäre interessant. If I did look into your rumor,
You won't need to climb up the shoulders of the world for it. It's on the edge of Banuk land, beneath the anvil of the moon. And you look like you know your way around the savage east. The east. If it's true they walk among machines without fear in this camp, well, you can't miss that, can you? Payment on return. Okay. Na, ja, mach doch mal. Na, ja, das wäre interessant, dieses Dorf. Okay, wo ist denn der jetzt? Ist das die Loge? Nein, das so nicht. Okay, hier ist die Loge. Interessant. You need to win 3 half suns at our hunting grounds to gain admittance to the lodge. Ja, bis schon. You mean these? Very well then. Congratulations and welcome. Our members reap rewards and adventure and live on in legend. Am I a member now? No, you're only a fledgling. Junior members are called thrushes. To join and become a thrush, you need a senior member called a hawk to sponsor you. So I need to find a hawk. Yes, but a hawk can only sponsor one hunter at a time, and I'm afraid most of them already have one. I've overcome worse odds. Where do I start? Upstairs. Present yourself to the Sunhawk Assis, our leader, who should introduce you to a hawk. I hope it's worth it. What do you mean? You'll see. Interessant. Das ist also die Loge. Okay. Interessant. Okay, was haben wir denn da? Vorratskiste, okay. Das war interessant. Okay, da habe ich was zum Lesen. Verordnungen. Was? Verordnungen der Loge. Okay. Verordnungen der Jägersloge. Abschnitt 1. Präambel. Okay. 1.1. Die Jagd ist die edelste Beschäftigung im Sonnenreich. Abgesehen von der des Sonnenkönigs und seinen Sonnenpriestern. Die Jagd bedeutet Stärke, die Jagd bedeutet Ehre. Die Jagd bedeutet Schutz, die Jagd bedeutet Überleben. Was ist die Jagd, wenn nicht ein Wettstreit? Was ist ein Wettstreit ohne Ansehen, Ehre und Sieg? Die Loge verleiht der Jagd Regeln und Wissen, sodass alle wissen, wer siegreich war. Daher ist die Loge mehr als nur ihre Mitglieder oder ihr Haus in Meridian. Sie ist der Geist der Jagd, ein Kodex, der geehrt und eine Wertvorstellung, nach der gelebt werden soll. Nur diejenigen edlen Blutes können auch edle Wertvorstellungen verkörpern. Daher dürfen nur reinblütige Katscha-Männer die Loge ehren und ihr Haus betreten. Auf Anordnung der strahlende Nawad, 14. Sonnenkönig, der Katscha ist Verordnung 5 aus Abschnitt 1 hiermit aufgeboten, aufgehoben, okay, was auch immer. Abschnitt 2, Mitgliedschaft. Zutritt zur Loge erhalten nur Jäger, die über mindestens 3 Halbsonnen verfügen, welche ehrenvoll in Jagdgebieten gewonnen wurden. Sie haben Abschnitt 5 unten. Es gibt 2 Mitgliedsklassen, Habicht Senior und Drossel Junior. Okay. Der Rang der Drossel kann nur durch die Bürgschaft eines Habichts erlangt werden. Jeder Habicht kann nur für eine Drossel bürgen. Es kann nur 7 Habichte geben. Eine Drossel kann nur durch den Tod ihres Bürgen zum Habicht werden. Der Habicht, der die größte Beute erlegt, wird zum Sonnenhabicht und führt die Loge an. Falls Uneinigkeit über die Qualität der Beute herrscht, wird der Habicht Sonnenhabicht, der seine Beute zuerst erlegt hat. Okay. Der reinblütige Katscha, Männer, können Drosselhabicht oder Sonnenhabicht werden. Also nur reinblütige Katscha-Männer. Was ist das denn für ein Bullshit? Auf Anordnung des strahlenden Nawad, 14. Sonnenkönig der Katscha, ist Verordnung 7 aus Abschnitt 2 hiermit aufgehoben. Achso, jetzt okay. Abschnitt 3, Jagdbeweise. Die erfolgreichsten Jagden sind oftmals ohne Zeugen. Daher muss eine Trophäe aufbewahrt werden. Eine Trophäe muss dem Sonnenhabicht als Beweis seiner erfolgreichen Jagd überbracht werden. Eine Trophäe muss unbeschädigt sein und von einer kürzlich stattgefundenen Jagd stammen. Der Sonnenhabicht hat die endgültige Entscheidungsgewalt über den Wert einer Trophäe. Nur reinblütige Katschermänner dürfen dem Sonnenhabicht eine Trophäe überbringen. Ist jetzt aufgehoben, okay. Abschnitt 4, für Schutz und Überleben. Eine Jagd um der Jagd willen ist edel, eine Jagd in Diensten anderer steht unter dem Segen der Sonne.
Auf Anordnung müssen Habichte und Drosseln jede ihnen zumutbare Jagd übernehmen, wenn sie dem Schutz der Bevölkerung des Sonnenreichs dient. Der Sonnenhabicht hat die alleinige Verhandlungsgewalt über jegliche Prämien oder Belohnungen, die mit einer Jagd der Logenmitglieder im Interesse des Sonnenreichs verbunden sind. Jeglicher Profit aus einer Jagd der Logenmitglieder im Interesse des Sonnenreichs wird unter Direktion des Sonnenhabichts unter den 7 Habichten aufgeteilt. Okay, nur ein blütiger Katscher, bla bla bla. Okay. Abschnitt 5, Jagdgebiete. Zum Zwecke der Ausbildung und Rekrutierung der besten und größten Jäger stellt die Loge Jagdgebiete zur Verfügung und unterhält diese. Jedes Jagdgebiet soll nach Absprache mit dem Sonnenhabicht durch 3 von seinem Hüter geschaltete Prüfungen ein anderes Fähigkeitsspektrum testen. Es gibt 3 Belohnungen für jede Prüfung, aufsteigend gemäß des Leistungsgrads. Halbsonne, Vollsonne, Glutsonne. Jäger, die sich durch das Gewinnen der erforderlichen Anzahl von Sonnen bewiesen haben, haben in der Loge eventuell Anspruch auf Spezialausrüstung nach Ermessen des Sonnenhabichts. Die Loge stellt Mittel für den Bau und die Wartung aller Prüfungen und Anlagen in den Jagdgebieten zur Verfügung. Die Loge erhält jegliche Gewinne, die aus dem Verkauf von Teilen, Munition und Ausrüstung aus allen Jagdgebieten hervorgehen. Jeglicher Profit aus den Jagdgebieten wird unter Direktion des unter den 7 Habichten aufgeteilt. Hüter werden ausschließlich vom Sonnenhabicht ausgewählt und bleiben 7 Jahre im Amt. Okay, und der Rest ist Bullshit. Interessant. Und wer bist du? By the sun! King of Odd's edict really is taking effect. Never thought I'd see a Nora here and a woman at that. So, you have marks for me? What do you mean? From the hunting grounds. Oh, right, you're new here. Ja, hätte ich. Are you a member? Me? No. Karja don't exactly encourage their daughters to run around hunting machines. But all the changes in Meridian have been good to me. I don't think the Oseram know how to sell to us Karja. The trader I worked for last couldn't sell flowers to a bee. He was too plain hammered, as they like to say. This is a much better job. I figure I'll be able to open my own shop soon enough. Na schön. What edict? King Avad insisted that the Hunter's Lodge had to welcome everyone. Man, woman, outlander, regardless of tribe. Ursa, captain of the Vanguard, came in and delivered that news personally. You should have been there. It was glorious. But I figured they would sweep it under the rug and say no woman or outlander qualified. Get here you are. Tja. What do you want with my marks? You hunters and your badges. I'm not gonna take them. I'm going to give you a weapon that sets you apart. Yeah, I thought that'd get your attention. If you earn marks in all 3 trials at each of the 5 hunting grounds, come to me. I can give you up to 3 weapons, 1 for 15 half-suns, 1 for 15 full-suns, and 1 you'll love for all blazing suns. Okay, ja, das hätte ich wohl nie erreichen. What do I do with these marks? If you get the same mark from all the hunting ground trials, I can give you a Hunter's Lodge weapon. Show me what marks you've earned, and we'll see if you qualify for one of these special weapons I have for you. I'm a little short on marks. No problem. Once you have marks from all 15 trials, you'll be able to get the next Hunter's Lodge weapon from me. Kann ich die Waffen sehen? Waffen der Loge. 884. Okay, wir haben 4 davon, warte mal. Also wir haben 4 Glutsonnen. Da haben wir 1, aber ich verstehe nicht, Teile Zusammentrieb. Moment, wo war das? Hier. Nur Teile prüfen, das habe ich doch geschafft. 1,30, warum habe ich da keine Glutsonne? Springdraht, okay, das ging schief. Da habe ich 2. Hier habe ich 1, okay. Da habe ich 4 Glutsonne, okay, gut. Aber nur Teileprüfung habe ich doch geschafft. Was ist das denn hier für ein Betrug? What can I do for you today? Kann ich die Waffen sehen? How are the trials going for you? Have enough marks for a weapon yet? I need a okay. Okay. Kann ich nicht sehen. Nee, ist so toll. Okay. Finde einen Bürgen. Oh. Was haben wir denn hier? Bericht über was?
Der Bericht über Roach lohnt. 1, okay. Aufgezeichnet durch den wissbegierigen Jan Diniman, ansässiger Historiker der Jägerloge. Es ist weithin bekannt, dass Fakten im Laufe der Zeit zu Dichtungen werden. Wenn sie als Erinnerungen verblassen und selbst neue Fakten überdauern, nur kurz unter den Gerüchten und Legenden des Südens. Dies trifft besonders im Falle von Rotschlund zu, dem schrecklichsten aller Donnerkiefer, eine Maschine, die nur als legendär bezeichnet werden kann. Wenige, die ihn erblickten, überlebten dies, und noch wenigeren darunter kann man trauen, ihre Geschichten nicht auszuschmücken. Gleichwohl ist es hier mein Bestreben, all die Untaten, die der Bestie zugeschrieben werden, wahrheitsgemäß aufzuzeichnen. Und ebenso all die Expeditionen, die diese Untaten ein für alle Mal zu beenden suchten. Keine von ihnen war erfolgreich. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes streunt der Schrecken des Südens noch immer frei herum. Vielleicht mit ein paar Narben, doch noch genauso tödlich wie an dem Tag, an dem die Sonne zum ersten Mal auf seinen gepanzerten Körper schien. Interessant. Zu Beginn des Frühlings des 18. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Chiran wurde ein Anwesen nahe der Flutende zerstört. 9 Leichen wurden geborgen, 8 durchlöchert von Kanonen, eine vollkommen zerquetscht. Keine Zeugen überlebten. Obwohl es nie bewiesen wurde, wird gemeinhin vermutet, dass dies Rotschlunds erster Angriff war. Im späten Frühling des 18. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Chiran begab sich eine Expedition aus 4 Jägern von Sonnenfels aus auf die Jagd nach der Maschine oder den Maschinen, die für die Zerstörung des Anwesens verantwortlich waren. Keiner kehrte zurück. Ihre Leichen wurden später im Süden gefunden, 3 in die Luft gesprengt, 1 zertrampelt. Nie bewiesen, doch Rotschlund zugeschrieben. Im frühen Sommer des 18. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Chiran begab sich eine Expedition aus 6 Söldnern von Meridian aus auf die Jagd nach der Maschine oder den Maschinen, die für die oben beschriebenen Verluste verantwortlich waren. Einer kehrte zurück, die Rippen zerquetscht, das Schlüsselbein gebrochen. Er sprach von einem Donnerkiefer, der mit einem einzigen Biss einen Menschen zweiteilen konnte. Dies ist die erste beschädigte Sichtung der legendären Maschine, durch die sie auch ihren Namen erhielt. Im Spätsommer des 18. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Chiran begab sich eine 8-köpfige Expedition von Meridian aus auf die Jagd nach Rotschlund. Keiner kehrte zurück. 6 Leichen wurden in der Nähe von Schwarzschwingens Stumpf gefunden, 1 in die Luft gesprengt, 3 zertrampelt, 2 ausgeweidet. Okay, der ist kreativ. Einer erstickte an der eigenen Zunge, offenbar ausgelöst durch einen Krampf im Todesangst. Im Herbst des 18. Jahres seiner Herrschaft befahl Sonnenkönig Chiran, der Jägerloge eine Expedition in den Süden auszusenden. Okay, der ist im Süden, um Rotschlund aufzuspüren. Nach mehreren logistischen Verzögerungen zogen im Winter 3 Habichte und 3 Drosseln aus. Nur 2 kehrten zurück und berichteten vom Tod der anderen. Okay. 2 in die Luft gesprengt, 1 zertrampelt, 1 enthauptet. Hui, was Neues, cool. Die Überlebenden wurden für ihre Feigheit geopfert. Einer von einem Sägezahn zerrissen, der andere von Falken aufgespießt. Nach diesem Rückschlag wurden die Mitglieder der Loge vorsichtig, und nur die stolzesten Habichte zogen überhaupt in Betracht, sich auf die Jagd nach dem legendären Donnerkiefer zu begeben. Anwärter für die Loge jedoch, töricht in ihrem Ehrgeiz, beteiligten sich bereitwillig an weiteren Jagden. Im Sommer des 19. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Chiran wurde das Interesse der an Rotschlund durch die Vernichtung einer Karawane südlich des Bornfelsens 3 in die Luft gesprengt, 2 zertrampelt, 1 verbrannt, 9 entfacht. 3 Expeditionen mit insgesamt 15 Söldnern verfolgten die Maschine. Doch es gab nur 3 Überlebende, 9 in die Luft gesprengt, 3 zertrampelt, 2 ausgeweidet, 1 verflüssigt. Okay, wieder was Neues. Zu Beginn des Frühlings ist bla 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 bla, begab sich eine Kohorte aus 12 Soldaten, die von den Regenfängen zur Flamme reiste auf die Fährte der Bestie. Nur einer überlebte, 1 in die Luft gesprengt, 1 zertrampelt, 10 zerquetscht, als ihre eilige Flucht eine Lawine auslöste. Im späten Frühling, bla 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 bla, begaben sich 3 Kohorten mit insgesamt 34 Mann
auf der Suche nach Hochschlu und leider wurden sie jeder vom Pirschen überfallen. Oh no, und nur 4 überlebten. 24 erschossen, 6 gesprengt. Okay. Verständlicherweise setzte dieser Vorfall der Jagd auf Hochschlund für einige Zeit ein Ende. Im Sommer des ersten Jahres der Herrschaft des Hohenkönigs bla bla bla. Ach, erwart, okay, jetzt ein neuer. Wurde eine Gruppe von 6 Oseram-Händlern von der Bestie angegriffen, einer in die Luft gesprengt, einer zertrampelt, einer in eine Schlucht geworfen. Okay, ist wirklich kreativ. Mit den Toten. Der einzige Überlebende ersucht der Hauptmann erst darum, die Garde auf das Monster anzusetzen. Doch sein Wunsch wurde ihm verwehrt. In Folge wurden jedoch drei zusätzliche Besucher. Kann langsam nicht mehr lesen. In Folge wurden jedoch 3 zusätzliche Expeditionen aus Söldnern und Logenanwärtern ausgesendet. Herbst, 7 Mann, 2 in die Luft gesprengt, 3 zertrampelt, einer fiel in seinen eigenen Speer. Okay. Winter, 9 Mann, 3 in die Luft gesprengt, 2 zertrampelt, 2 erfroren. 2 Überlebende. Frühling, 11 Mann, 5 in die Luft gesprengt, einer zertrampelt, 3 wählten den Rückzug über den Rand einer Klippe. 2 Überlebende. Die letzte überlieferte Sichtung von Rotschlund gab es im Frühling des 3. Jahres. Der Herrscher des Sonnenkönigs Awad, Takas, Habicht der Loge, erhielt Nachricht von einer Sichtung nahe Donnerkopf und brach auf. Um sich der Beste selbst zu stellen, seine Drossel, Talana, erreichte den Kampfschauplatz zu spät, gerade als Takas an Verletzungen erlag, mehrere Stichwunden. Talana bezeugte, dass sich Rotschlund in den Wald zurückzog und sie den Speer des Mentors sehen konnte, der in seiner Haut steckte. Interessant. Können wir ihn jagen? Das wäre eine schöne Trophäe. Dann sind wir der King hier, wenn es keiner geschafft hat. Okay, in den Süden irgendwo. Also irgendwo hier. Irgendwo hier. Okay. Interessant. Oh Gott, hier ist noch was zum Lesen. Oh nein, was haben wir hier? Legendäre Jagden. Nein, noch mehr zum Lesen. Legendäre Jagden der Loge. Im Sommer des 4. Jahres der Herrschaft des Hohenkönigs Marzid begab es sich, dass Farukawa, Sonnenhabicht der Loge, eine Herde von Grasern erblickte, die so gewaltig war, dass sie das gesamte Tal unterhalb des Weitrücks füllte. Weitrück? Okay. Sein Bogen war an diesem Tag eine Harfe, die von der Mittagszeit bis zur Dämmerung die Melodie der Jagd erklingen ließ. Danach konnte im Tal nicht ein Schritt getan werden, ohne über ein Geweih der Erlegten zu fallen. Alle 7 Habichte und alle 7 Drosseln waren nötig, um die Trophäen einzubringen, und durch den Handel mit der Beute konnte der letzte Flügel der Loge errichtet werden. Im Winter des 7. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Hivas begab es sich, dass Darus Hiv Habicht der Loge einer Herde von Trampeln aus dem Sandflüstertal bis zu den Ausläufern des Bleichkamps folgte. Bomben aus einer Babysteinschleuder fielen wie Hackelkörner und ließen seine Beute sowie die Wasser der Furt gefrieren. Während die anderen zu Statuen aus heißer Stadt waren, lenkte Hiva seinen Blick auf den größten von ihnen, trieb seinen Speer zwischen seine Panzer und holte sich seine Trophäe, bevor sich die übrigen auch nur regen konnten. Im Frühling des 3. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Chiran, als die Maschinen der Wildnis immer zügelloser wurden, begab es sich, dass Kuwem, Habicht der Loge, dem Ruf des Perfekten des Tagturms Folge leistete, die geheimnisvolle Kreatur zu erlegen, die seine Kohorte in Stücke gerissen hatte. 4 Tage und 4 Nächte folgte er der Spur seiner Beute durch den wilden Osten, bevor das Monstrum sich zeigte, stark wie ein Schnappmaul und schnell wie ein Läufer. Vom Anbruch der Dämmerung bis Mitternacht tobte der Kampf, doch Kuwam errang schließlich den Sieg mit schwerem Verlust, sein linker Arm bis zum Gelenk zerfleischt. So gab er der Beste den Namen Sägezahn, als er seine Trophäe aus den zerschmetterten Überresten barg. Okay, da kam der Sägezahn zum ersten Mal. Im Herbst des 8. Jahres der Herrschaft des Blablabla, als die Maschinen der Wildnis immer zügelloser wurden, begab er sich das Kalidit, Habicht der Loge, dem Schlimmer, was?
dem schimmernden Tod, der die südlichen Ländereien heimsuchte, in die Dschungel des Juwels folgte. Unter dem verworrenen Blätterdach wurde der Jäger zum Gejagten. In den Schatten erblickte er immer mehr der unheimlichen Lichter, bis er von Maschinen umringt war, denen er den Namen Pirscher gab. Seine Flucht durch das Dickicht bis in die Sicherheit der Flamme war lang, doch auf dem Weg richtete er seinen Bogen auf seine Verfolger und wurde der Erste, der eine Trophäe von ihnen erlangte, die in den schimmernden Schatten schreiten. Interessant. Im Sommer, begab es sich, dass Arsis, Habicht der Loge, es wagte, dem Pfad aus verborstenen Bäumen zu betreten und der Spur des schrecklichen Dings zu folgen, das die Ländereien von Morgenli verwüstet hatte. So wurde er der Erste, der sich der Macht des Donnerkäfers stellte, der größten Maschine, die auf Erden wandelt. Mit Speer, Bomben und Pfeilen kämpfte der tapfere Arsis vergeblich und triumphierte erst, als er die Kanonen des schrecklichen Geschöpfes gegen er selbst zu richten vermochte. Der Kadaver hängt nun für alle sichtbar in der Loge. Ah, das ist das, okay, als Heiligtum verwahrt. Bla bla bla. Ach, ich kann nicht mehr lesen. Meine Stimme ist kaputt. Ach, die wurde getötet. Jetzt muss er die ganze Zeit nur noch so reden. Vielleicht. Okay, bist du das? Du bist das. Excuse us. Ah, the machine rider graces us with her presence. You're Anora, are you not? A fighter from the savage lands. The sacred land, but yes. I fought for everything I got. Huh. Tell me, do the Nora often wander into other people's homes and do whatever they like? Of course not. But that is what you're doing, right now. Stinking up our lodge, pestering your betters. You're hardly my better. Legan said I had to meet you to become a member. That would be true if there were any chance of you becoming a member. But you're a savage. And no savage will rise in the ranks of the Hunter's Lodge, while I am the Sun Hawk. Now be gone. Ja, da musst du halt sterben. I was led to believe there are rules here. If they count for nothing, then even your position is meaningless. So quit blustering and tell me. Is there a hawk who is free to sponsor me? Very well. Talana is free. Wouldn't that be fitting? Trash sponsoring trash. Now get out of my sight. Okay, wir müssen töten. Unseren Platz einnehmen. Rede mit Talana, wo bist denn du? So, was haben wir hier noch? Du bist das. You're Talana? Assis said you were a hawk without a fledgling to sponsor. Or are you trying to drive me off too? It's okay, I've dealt with worse. I'll bet you have. But you're wrong. It's not okay. Especially not today. What happened today? One of our own just died fighting Red Maw. You'll never face a more dangerous Thunderjaw. Cuts through trees, rocks, people. I'm sorry to hear that. It's part of the hunt. Können wir ihn jagen? Assis, what's his story? Ein He's Abschaum. The Sunhawk of the Lodge. The highest ranking asshole. Sorry, member. He's taken down ravagers, stalkers, behemoths. That's a toll. So, I've taken down a lot of machines. As have I. Even brought down two stormbirds. But he's a hawk who brought in the trophies first. That's how it works. Whichever hawk defeats the greatest machine first, becomes a Sunhawk. Okay, das heißt, wir müssen Rotstunde erledigen und dann sind wir es. Denn das ist momentan die größte Beute, oder? How does one become a hawk? When a hawk dies, his thrush is promoted in his place, no matter how anyone feels about it. Is there any actual hunting in this lodge? So far, it's been all talk. Yes, of course. You fight a machine, then bring its trophy to Assis, the Sunhawk, then no one can deny you brought it down. Okay. Who is this Legan, the man at the door? Legan? He's a hawk. He had an impressive run in his day, but he doesn't fight anymore. He supports the lodge in other ways. Unlike the other hawks, who hoard all the best kills and drink the bar dry. Okay, so toll.
I'm ready to hunt, so tell me. What do I have to do? You want them to regret looking down on you? Then speak to them in their language. Kill 3 sawtooths, 2 ravagers, and a stalker. Deliver their trophies directly to Assis. That should shut them all up. So if I do that, you'll sponsor me? I'll consider it. Just to make Assis boil. Das wäre schön. Okay. Müssen wir das tun. Gut. Okay. Sind alle weit weg. Ja gut, dann kommt das später. Was nehmen wir dann hier für eine Quest? Oh Gott, das viele Lesen haben meine Stimme getötet. So. Ja, mit dir sonst nichts mehr. Okay. Keine Quest mehr, was ist das? Hier ist ein Special-Händler. Da ist noch eins. Wo sind denn hier die mit Metallblumen und so weiter? Ach, hör auf. Was sehe ich denn da? Okay, du kommst mir gerade recht. Du kommst mir recht. Everyone, sure. What did you want to talk about? You were an outlander, no? An adventurer. I used to be one myself. I admit, I miss the beguiling colors of the wilds. Speaking of which, I wonder if you've come across a very special kind of flower. It's made of metal, like a machine. Other blossoms grow around them in amazing patterns. These gleaming beauties are very much in demand among my clients. If you bring me some, I have valuables to trade for them. Okay, was hast du denn hier? Okay, habe keine Antworten, woher die stammen und so weiter. These metal flowers, what are they exactly? No one knows, but some say they began sprouting 20 years ago when the machine started to go mad. Perhaps they grow from the tears of the sun, for he has many faces, does he not? Wrathful one day, cool and patient the next? Perhaps he weeps for our suffering when his anger breaks. Okay. You said you were an adventurer. Just so. The nobles of Meridian crave flowers for their balconies and gardens. So out I went, with bow and spear. I made my name by searching the wilds for the wildest blossoms. No bandit nor machine could keep me from those precious petals. So what happened? Love happened, my sweet. My paramour frets too much when I venture out. So now I collect flowers for those without such bonds. Is it worth it? Being restrained like that? Of course. Freedom is sweet. But the embrace of my beautiful Theridine is sweeter still. Ah. Let us haggle over this beautiful bounty. Ja, was hast du denn hier? Okay. Modell 1, Modell 2, Modell 3, okay. Interessant. Okay. Also nur diese Kisten, das ist alles. Mann, es ist enttäuschend. Keine Antworten. Nein, kommen wir nicht. Ist vorbei. Oh, schade, ich habe so sehr auf Antworten gehofft, wenn wir alles hatten. Schade. Oh. Nein, noch mehr zum Lesen, ernsthaft. Der verrückte Sonnenkönig. Ach du Scheiße. Die Herrschaft des verrückten Sonnenkönigs. Sei gewarnt, lese den als wahres Zeug dieser Taten des verrückten Sonnenkönigs. Shiran sind diese Glyphen mit Blut befleckt. Wahrhaftig, diese Grausamkeiten können kaum ausgesprochen werden. Also bete um die Reinigung der Sonne für dich selbst und den Erzähler dieser Geschichten, okay. Du wirst von den tiefen Wunden hören, die fremden Ländern auf der Jagd nach Blutopfern zugefügt wurden. Auf den roten Raubzügen, den der verrückte Sonnenkönig befahl, dass eine ganze Generation aus jedem Dorf entfernt werden sollte, sodass sie bereitwillige Opfergaben liefern und Kämpfer für den nächsten Raubzug stellen würden. Die Utaro, die ihn mit Getreidegaben besänftigen wollten, wurden in solcher Zahl niedergemetzelt, dass sich im folgenden Herbst der Mais vom Blut der Toten schwarz und blau färbte. Bei den Oseram schichtete der Schrecken der Sonne die Leichen der Gefallenen an den Mauern ihrer Dörfer auf.
damit seine Falken über die Berge der Toten dort einfallen konnten und im Tal der barbarischen Nora, Schrecken des wilden Ostens, erfolgten so viele Gräueltaten, dass die Bäume als Zeichen der Warnung mit Leichen behängt waren. Wer etwas über die Grausamkeiten des verrückten Königs gegen sein eigenes Volk lesen möchte, soll hier nicht enttäuscht werden. Lies von den Toten, der Vorteilten im Sonnenring, in allen Einzelheiten, als hätten ihre zerschlagenen Schädel es selbst berichtet, nachdem man sie vor den Toren der Stadt aufgehäuft hat. Auch wirst du keinen erschütternderen Bericht über das Massaker der Jägerloge finden. Während du liest, stell dir vor, du wärst unter diesen tapferen Habichten, die bis zum Letzten kämpften und mit ihrem Blut den Sand tränkten, vom Tagesanbruch bis in die Nacht. Oder stell dir dich im Publikum vor, als die losgelassenen Behemoths in die Tribüne stürmten und Holz und Knochen zermalmten. Und dieses wahnsinnige Blutbad nahm der verrückte Sonnenkönig gnadenlos in sich auf. Er wandte seinen Blick nicht einmal ab, als sein eigener Sohn in diesem Ring des Todes aufgespießt wurde. Ja, der blonde Cadaman. Cadaman vom Erwachen der Dämmerung. Entwürdigt und verdammt für das Verbrechen, sich gegen seinen Vater aufzulehnen. Einen so wahren und vollständigen Bericht über die Taten des verrückten findest du nicht in den Annalen, okay? Und du hörst ihn nicht von den Schätzern der Sonnenpriester, ich schreibe ihn mit schwerem Herzen und lasse keines der schrecklichen Ereignisse aus. Denn das ist meine Pflicht der Geschichte und dir gegenüber, tapferer Leser. Ach, vielen Dank, unbekannter Schreiber, für deine Aufopferung. Und weil du nur so Bullshit-Gerehe geschrieben hast, ernsthaft was. Okay, toll, jetzt wissen wir Bescheid, wie es war. Bis zum letzten Tropfen Blut wissen wir jetzt Bescheid, was da gelaufen ist. Interessant. Ja, aber echt. Die Reichen berauben. Gut, machen wir mal das zuerst. Was war das hier nochmal? Okay. Suche nach dem Banuk-Lager. Die Reichen berauben. Ja, das ist das, okay. Dann machen wir mal das zuerst. Wo ist denn hier? Nein! Die Befreiung. Noch. Die Befreiung Meridians. Ein offizieller Bericht. Geschrieben von den Schätzern des Sonnenpriesters und versehen mit den Symbolen der Wahrheit von genauen Varan, der Zeuge dieser Ereignisse war. Im 21. Jahr der Herrschaft des 13. Sonnenkönigs Shiran, ich kann das langsam nicht mehr hören. In der Dämmerung seines Wahnsinns wurde der Erbe des Blablabla hingerichtet. Das Verbrechen des scheinenden Cadaman bestand darin, dass er das Ende der blutigen Taten seines Vaters forderte und sein Opfer brachte diesen Prozess in Gang. Shirans zweiter Erbe, der strahlende Awad, floh im abendlichen Zwielicht aus Meridian, begleitet von seiner Ehrengarde, die ihm treuer als dem Sonnenkönig ergeben war. Sie reisten die ganze Nacht nordwärts, denn sie wussten, dass sie schon bei Sonnenaufgang als Verräter verfolgt und zum Tode verurteilt werden würden. Als Shiran dieses Urteil verkündete, waren sie bereits weit entfernt und erreichten bald die Grenze des Sonnenreiches, von wo aus sie das Gebiet der Oseram betraten. Denn Awad war klug und wollte mit den Oseram verhandeln. Er wusste, dass er unter ihnen eine Verbündete hatte, Ersa, eine starke Oseram-Kriegerin mit der Awad eine lange und ungewöhnliche Geschichte teilte. 2 Jahre zuvor war Ersa als Gefangene nach Meridian gebracht worden. Sie sollte geopfert werden, doch sie überlebte den Sonnenring und erledigte 2 Falken mit bloßen Händen. So wurde ihr die Ehre zuteil, Palastsklavin zu werden. Und sie lernte in dieser Rolle Prinz Awad kennen. Daraus erwuchs seine Freundschaft und Awad ließ seine Freundin heimlich befreien, die sofort in ihre Heimat zurückkehrte. Jetzt, auf der verzweifelten Suche nach Verbündeten, suchte Awad die Oseram auf, die er geholfen hatte. Ersa hatte Verbindungen zu den Kriegsherren und Freibeutern, die gegen die roten Raubzüge Widerstand geleistet hatten. Mit Ersas Macht und Awads kluger Strategie konnten sie ein Kriegsbündnis schmieden, das Shiran stürzen sollte. Und als rechtmäßiger Thronerbe der Sonne hoffte Awad,
Befehle seines Volkes von der Rebellion zu überzeugen und Meridian so einen langen Krieg ersparen zu können. Okay, ist er eigentlich hier, dieser Awad? Nach Monaten der Vorbereitung überschritten Awad und seine Verbündeten die Grenze und marschierten nach Meridian. Als sich die Nachricht ihres Vormarsches verbreitete, flohen viele Katscha-Soldaten in die Stadt zurück, legten ihre Waffen nieder oder schlossen sich sogar den Befreiern an. Doch der weiße Awad wusste, dass Shirans getreue Meridian bis zum letzten Mann verteidigen würden, auch wenn sie bei einer Belagerung der heiligen Stadt das Leben der Einwohner aufs Spiel setzen. Die Falken und die Stadtwache standen schon an den Mauern bereit, gefasst auf Pfeile und Schüsse, doch Awad, so Seram Verbündete, hatten neue Waffen, die noch niemand unter der Sonne hier gesehen hatte. Donnernde Kanonen, stark wie Maschinen. Awad erlaubte ihnen, ihre Salven auf die äußeren Mauern abzufeuern, was viele Verteidiger niedermetzelte. Als der Rauch sich verzog, griffen die Befreier in drei Gruppen an. Eine klomm die Mauern unterhalb des Tempels der Sonne, eine weitere zog zu den Aquädukten des Palasts und die größte Gruppe überwand mit dem Feuer der Kanonen die verbarrikadierten Stadttore. Dies waren die letzten Kanonenschüsse auf die heilige Stadt, denn Awad verbot jede weitere Zerstörung. Auf den Straßen spielten sich so viele grausame Szenen ab, als dass sie alle Ereignisse wiedergegeben werden könnten. Ach, scheiß den Zuhr. Im Chaos von Blut und Rauch wurden die Sklavenzellen des Sonnenrings geöffnet und Hunderte strömten heraus, die verzweifelt fliehen wollten. Viele von Shirans Unterstützern nutzen die Gelegenheit, in dieser Flut der Unglücklichen zu entkommen. Das Blatt hatte sich gewendet, Sonnenkönig Shiran sah seine schweren Verluste und befahl seinen treuen Falken, seinen letzten Erben, Itamen, aus der Stadt zu bringen. Ach, dann steckt wohl er dahinter, Itamen. Der steckt vielleicht hinter den Morden. Habt ihr das gedacht, Shiran steckt dahinter, aber wenn er getötet wurde? Dann wohl seine Anhänger. Aber gut, wie ist der? Ach, ich hab schon wieder vergessen, Itamen. Okay, Itamen, dich merke ich mir. Der könnte dahinter stecken. Heli, Schrecken der Sonne, pflügte durch Meridian von Westen nach Osten und erschlug alle. Okay, wer sind Helis? Die ihm im Weg standen. Freund und Feind gleichermaßen. Die Grausamkeit von Helis und seinen Falken war unvergleichlich. Und so konnten Itamen, seine Mutter, die Königswitwe Nasadi und der hohe Sonnenpriester Bahavas mit ihnen kommen. Okay, die alle. Awad stellte Shiran in seinen Wintergarten. Er hatte gehofft, dass sein Vater sich ehrenhaft für seine Verbrechen verantworten würde. Doch als offenbar wurde, dass das nicht geschehen würde, erschlug er ihn voller Wut, da der Mord an seinem wahren Sonnenkönig eine undenkbare Tat ist, die Welt unausweichlich in Schatten tauchen würde, bewies Shirans Tod, dass die Sonne ihm die Legitimation erzogen hatte. Hatte sich auf den Thron bereits in Schatten verwandelt und es war Awads Licht, das den Schatten nach Westen verdrängte, wo er bis zum heutigen Tage ist. Okay, aber die anderen konnten entkommen und die restlichen Anhänger von Shiran, die stecken dann bestimmt dahinter. So, okay, diese Typen. Ach Gott, so viel zum Lesen, bäh. Und das noch in dieser Hitze. Meine Stimme ist kaputt. Jetzt ist der heiße Wurm komplett da. Na toll. Kann er nicht mehr zurückhalten. Wo ist denn der Dino? Der Dino.